muss 3 oder 4 Jahre alt gewesen sein. Wir sind hinter den Maschinen lang gelaufen und da waren diese Körbe mit Kunststoff, Schlossgehäusen damals und mein Großvater hat mir und meiner Schwester jeweils eins gegeben. Es ist im Grunde genommen die DNA von Familienunternehmen. Eine Leidenschaft wecken fürs Produkt, für die Firma. Und das war einfach der Beginn. Aber am Ende geht es hier nicht um mich. Es sind die Menschen bei Lehmann, die das Ganze zum Erfolg führen. Hier geht es wirklich um Präzisionsarbeit. Abgeschlossen wird eigentlich immer. Ich komme gerne hierher. Ja, wir sind der Lösungsanbieter für all die Themen, die mit Schließen im Bereich Möbeln oder Behältern zu tun haben. Und wir können sowohl die Flexibilität als auch die Sicherheit miteinander kombinieren. Wir liefern teilweise Just-in-Sequence an die Möbelbänder der Hersteller. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir als Variantenanbieter weit über 1 Milliarde Varianten theoretisch liefern können und das Ganze in extrem kurzer Lieferzeit. Vorher bin ich das gewohnt gewesen, dass ich nur Programme gemacht habe. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, die erstellten Programme selber abzuarbeiten. Die unglaubliche Fertigungstiefe, die hat mich auch sehr interessiert. Und der abwechslungsreiche Job, den man hier hat. Einer unserer klaren Wettbewerbsvorteile ist unsere Fertigungstiefe. Wir können innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit reagieren auf unsere Kundenanforderungen und wir verkaufen inzwischen als technischer Vertrieb jede Stufe aus unserer Wertschöpfungskette auch in komplett anderen Branchen wie Automobilindustrie oder wie Elektronikindustrie. Ich wollte einmal noch eine Firma wechseln, um auch zukunftsmäßig nochmal in die Moderne reinzukommen. Also ich persönlich muss sagen, ich finde es erstmal sehr gut, dass ich einen jungen Chef habe, der relativ nah auch an mein Alter dran ist. Wenn er Zeit hat als Chef, ist er auch gerne auch in der Gießerei dabei und versucht auch eben mit uns zu optimieren eben. Immer im Team, immer auf Augenhöhe. Ich bin da ursprünglich über die Zeitarbeitsfirma dran gekommen und dann habe ich mich beworben und bin jetzt seit einem Jahr fest. Tolles Umfeld, tolle Leute, also ich möchte den Job auf jeden Fall nicht missen. Ich selbst habe meine Ausbildung 2014 bei Lehmann gestartet. 2019 habe ich dann die Leitung für das Projekt Ausbildung bekommen. Ich habe immer Wertschätzung erfahren und genau das möchte ich jetzt als Ausbilder auch weitergeben. Wir gucken auch in die nächsten Generationen und da ist ein ganz, ganz wichtiges Thema auch die Nachhaltigkeit. Wir haben in den letzten Jahren unglaublich viel in Solarenergie investiert. Wir verbrauchen kaum noch Öl im Unternehmen. Und wir haben so viele Projekte in der Pipeline, wo wir wirklich, wirklich stolz drauf sind, dass wir uns hier auch in Bezug auf Ressourcenschonung stetig weiterentwickeln. Ich war ja schon bei dem Seniorchef hier und da muss ich sagen, da hat sich schon immer von dem einen nach dem anderen was verändert, aber trotzdem war es bisher immer mit Menschlichkeit, ne? Das war immer ziemlich hohes Gebot hier, deswegen bin ich noch hier. Früher waren es autarke einzelne Schlösser, die wir verkauft haben. Inzwischen verkaufen wir ganze Systeme, voll vernetzte Lösungen mit eigener Softwareentwicklung im Hintergrund, eigener Steuerung der Software, komplett im Hause Lehmann entwickelt. Im Grunde ist es Physik. Wir sind jetzt an der Grenze zu dem, was noch von Hand zu löten ist. Teilweise Bauteile mit einer Kantenlänge von 3x2 mm und 6 Kontakten unter dem Bauteil. Die Elektronik bleibt nicht stehen. Wer aufhört zu lernen, steht still. Ja, es wird nie langweilig. Wenn man das jetzt vergleicht und zurückblickt, wo man im Blaumann und den Händen im Öl stand und die Dresen in Gang hielt und hat jetzt kleine elektronische Bauteile, Platinen, Stecker, Kontakte, ist das natürlich schon eine große Entwicklung gewesen. Der Teamgeist hier ist schon sehr gut. Wir haben schöne Feste erlebt. Wir sind damals in Bad Oeynhausen ins GOP eingeladen worden. Und das muss man sich auch heute noch fragen, welcher Chef macht das? Er geht dann so auf die Leute zu. Das bindet auch die ganze Firma. Dann arbeiten wir auch gezielt mit unseren Kunden zusammen, um die besten Lösungen und Entwicklungen für die Endkunden zu erarbeiten. Weil letztendlich ist es auch unser Ziel, im Bereich After Sales dann eine langfristige Partnerschaft mit den Endkunden zu erreichen. Es ist eine eigene Entwicklung, man weiß genau, was wie funktioniert. Man bringt seine Ideen ein und die fließen auch mit ein. Also mir macht die Abwechslung insgesamt Spaß. Die Kollegen, die Führung, die sehr familiär ist.
das Ganze drumherum, das Ganze insgesamt. Wir freuen uns extrem auf die Zukunft, vor allem auch die Digitalisierung unserer elektronischen Schlösser. Stolz bin ich eigentlich, dass ich es geschafft habe, meinen Sohn mit einzubeziehen. Das ist eigentlich so, wo ich so glücklich bin. Es sind viele Elemente ähnlich wie bei einem Schloss, die zusammengefügt zum Erfolg führen. Es ist mit Sicherheit, sind es unsere Mitarbeiter, es ist unsere Verlässlichkeit, es ist unser technologisches Know-how und vor allem auch unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Schließen. Ich denke, darin liegt der Schlüssel zum Erfolg.